Jo, da sind wir da bei Tales of Vesperia. Mir wurde... Boah, gerade noch geschafft. Mir wurde netterweise gesagt, ich hätte im Wald eine Truhe übersehen. Und ich möchte ja alle so viele, jedenfalls so viele Truhen wie möglich holen. Und deswegen soll ich doch mal nochmal zurückgehen und sie holen. Und nebenbei ist es unser erster Kampf mit Carol. Oh man. Alright, alright. Den muss ich gleich eventuell auch nochmal ein bisschen einstellen. Oder habe ich die Fähigkeit schon bei ihm gemacht? Wir können mal, oder ich zeig's gleich nach dem Kampf, was er alles drauf hat. So. Und weg. This? No, this isn't scary. Your legs are shaking. You're kidding. Yeah, I am. Wir können eh nur Sandwich machen. Machen wir doch mal ein Sandwich. Anscheinend das Projekt kam schon mal sehr gut bei euch an, muss ich sagen. Also, ihr habt euch gefreut, dass das kam. So. Er kann nur Drachen aufwärts. Fertigkeiten habe ich wirklich noch keine gegeben. Doch, habe ich. Was rede ich denn da? Ausrüstung hat er ein Karolinhammer, was eigentlich irgendwie nur ein zerbrochenes Schwert ist und ja. So, und irgendwo hier oben, glaube ich, da wo ich eine Kurve gegangen bin, habe ich was vergessen. Ich habe schon von einigen gehört, sie mögen Carol nicht, weil er... Feature. Ah, Popohammer. Oder ne, Powhammer. Powhammer ist die nächste Form von Powhammer. So, da, Tatsache. Habe ich wirklich übersehen, ne? Das war doch die direkt hier, ja. Wahrscheinlich habe ich es einfach nur übersehen, weil es noch ein bisschen dunkler war, als wenn man das erstmal hier durchkommt. Deswegen... Na, an sich hätte ich es gar nicht mal noch nicht mal holen müssen, denn wir kommen so oder so an der Stelle hier nochmal vorbei. Nachher, gleich. Kann ich hier jetzt schon mal sagen. Und hat Juri irgendwie was anderes an? Nee, sah nur so aus. Viele von euch haben Juri erstmal für ein Mädchen gehalten, wegen seinem, ja, wohl weiblichen Gesicht und wegen des Namens. Aber nein, er ist ein Mann, ein ganzer Mann. Und einer der coolsten Hauptcharaktere aus, einer der coolsten männlichen Charaktere aus Tales spielen. So, wir sind nun in der Stadt der Blüten, Halur, angekommen. Und eine traurige Musik macht sich über diese Stadt breit. Halur. The City of Blossoms. Yeah, that's... That's right, wollte wahrscheinlich sagen. Yes, there should be. You guys haven't been to Halur before, right? So then you haven't heard about the tree barrier. Tree barrier? Some Blastia fuse to plant life, gain organic qualities, and evolve. The tree barrier of Halur is one prime example of this. I read that in a book. Well, thank you, Professor. So what's happened to this famous barrier? Doesn't look like it's doing much right now. Every year, just before the blossoms are in full bloom, the barrier weakens for a while. It's just that time of year right now. And the monsters took the opportunity to attack. Is that when the barrier went down? Yeah, the monsters were taken care of, but the tree is slowly starting to decay. Hey! What is it? Sorry, I gotta run! Bye! Tschüss. Does that kid ever sit still? So I guess you'll be looking for Flynn now, huh, Estelle? Doesn't she know we need to keep a low profile? And what happened to looking for Flynn? Du hast dich von Estelle und Carol getrennt. Diese Information wird man sehr viel öfter schon sehen, denn in diesem Spiel trennt man sich ständig von seinen Leuten, kommt wieder zusammen, dann ist man wieder alleine und dann ist man wieder zusammen. Ja, das passiert dauerhaft. Haus des Bürgermeisters. Nö, da müssen wir erst später hin. Wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Ich glaube, da vorne ist ein Laden, aber der ist gerade nicht besetzt. Was ist das denn so? Jetzt, wo es weg ist, lernst du das Barriereblaste zu schätzen. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, aber die Ältesten... Wir sind machtlos. Wir konnten nicht einmal den Menschen von Halur helfen. Vater, es ist so peinlich. Ich kann dem Bürger der Stadt nicht gegenübertreten. Zum Glück sind die Kinder sicher, die im Haus Schutz gesucht haben. Kann ich dir vielleicht helfen, deine Verletzungen zu heilen? Oh, du bist eine Meisterin der heilenden Arts. Das wäre großartig, aber ich fürchte, wir haben nicht viel Geld. Nein, nein, ich will kein Geld dafür. Ein Wunder! Meine Schmerzen sind weg, danke, vielen Dank. Ja, ist schon recht.
Grundgütiger Himmel, deine heilenden Art sind ja unglaublich. Wie können wir dir je danken? Nein, wirklich, nicht der Rede wert. Was für eine bescheidene junge Dame. Da könnten sich die kaiserlichen Ritter eine Scheibe abschneiden. Aber nein, keinen Finger rühren, die uns von dem Monster zu schützen. Naja, dem Reich ist anscheinend vollkommen egal, was hier mit uns draus passiert. Nein, das ist nicht wahr. Ah, aber dieser eine Ritter, der war nicht wie die anderen. Ah, der junge Mann war anders. Ohne ihn wären wir verloren gewesen. Dieses Jahr wurde die Barriere früher schwächer. Wir wurden angegriffen, bevor die Gilde zu unserem Schutz eintraf. Aber da war ein Ritter, der auf seiner Pilgerreise zufällig vorbeikam. Und er und seine Truppe verjagten die Monster. Ein Ritter auf Pilgerreise? Der Ritter hieß nicht zufällig Flynn, oder? Ja, sein Name war Flynn Schifo. Ist er noch in der Stadt? Nein, er verließ uns gleich danach, um einen Magier zu finden, der unsere Barriere reparieren kann. Weißt du, wo er hin ist? Es sah so aus, als wäre er nach Osten gegangen, aber mehr weiß ich leider nicht. Verstehe. Also können wir hier warten und Flynn wird zu uns kommen. Sieht aus, als hättest du ihn jetzt eingeholt. Fühlt sich jetzt besser? Ja, ganz beruhigt werde ich erst sein, wenn ich ihn sehe, aber ein bisschen besser fühle ich mich schon. Oh. Ich glaube, ich werde mir mal diesen berühmten Baum ansehen. Kommst du mit? Ja. Juri, ist das in Ordnung? Du willst nicht lieber dem Blastierdieb nachsitzen? Ein Blick auf den Baum wird schon drin sein. Und das Teil hat sich der Gruppe wieder angeschlossen. Und das Gute ist... Okay, ich habe mich geirrt. Ich dachte, sie kommen wieder genau an die Stelle zurück, wo sie vorher waren, bevor sie sich getrennt haben. Ich hatte die falsche Person. Und keine der anderen von der Gilde sind hier auch. Ich habe sie so lange gewartet. Sie muss sich wütend und verlassen. Ich wollte ihr zeigen, dass Halura's Flowers in vollem Blüm sind. Dann vielleicht... Carol, was ist das Problem? Wo ist sie? Ist sie wirklich weg? Ich mache das Beste, was ich kann. Carol? Let's give him some time alone. It's over. It's over. It's all over. It's really over. Yeah! We got weapons now! We're gonna beat those monsters! The mayor's gonna let us fight now! Let's beat up those monsters just like planned! Yeah! Even those kids are trying to fight. I hope the barrier is restored soon. Me too. Mein Schwert sieht cool aus. Ja, ich dachte eigentlich, die kommen wieder an dieselbe Stelle, wo sie vorher waren, bevor sie das Team verlassen haben, aber anscheinend nicht. Gut, habe ich mich ein bisschen geirrt. Egal, da heißt es, müssen wir einfach immer wieder umstellen. So, gucken wir uns doch mal hier den Baum an. Aus der Nähe sieht er riesig aus. Die Blüten sollten jeden Moment aufgehen. Ja, ich würde ihn gerne blühen sehen. Ich weiß, ein Baum, der in voller Blüte steht und der Stadt Schutz bietet, ist irgendwie so romantisch. Weißt du, ich werde hier bleiben und helfen, die Verletzten zu versorgen. Wenn du schon heilen willst, kannst du nicht versuchen, die Barriere selbst zu heilen? Wie meinst du das? Wenn die Monster wiederkommen, werden noch mehr Leute verletzt. Wahrscheinlich auch diese Kinder, die wir eben sahen. Das stimmt schon, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die Barriere heilen soll. Du musst diesen Baum heilen. Er ist nicht nur durch den Angriff und von einem... Was? Er ist nur, nicht nur durch den Angriff von ein paar Monstern zugerichtet worden. Du glaubst, es gibt einen anderen Grund? Ich bin sogar ziemlich sicher. Was macht ihr beiden denn da drüben? Wir versuchen herauszufinden, warum der Baum so verkümmert ist. Ich weiß nicht, ob ich das gelingen wird. Der Ritter Flynn konnte auch keinen Grund finden. Oh, Carol, wir brauchen deine Hilfe. Wovon redet ihr? Die beiden möchten wohl herausfinden, warum der Baum so verschrumpelt ist. Oh, das ist alles. Was soll das heißen, das ist alles? Ich weiß warum. Deswegen war ich ja im Wald und habe einen Buntbären gesucht. Wovon redest du? Sieh dir mal den Boden näher an. Siehst du die komische Farbe? Diese Farbe ist das Blut der Monster, die beim Angriff in den Boden gesickert ist. Dieses Blut vergiftet langsam den Baum von Halur. Was? Das Blut der Monster? Das wusste ich nicht. Carol, du weißt ja ganz schön viel, was? Nicht der Rede wert. Können wir etwas tun, um das Gift loszuwerden? Ich wüsste ja schon was, aber naja, niemand will mir glauben. Na los, versuch's mit uns. Ich glaube, wir brauchen einen Allheilmitteltrank. Vielleicht bekommen wir einen im Laden. Los, Juri, gehen wir. Da hinten sind noch ein paar Truhen, aber... Na, man sieht sie. Aber glaube ich, da kommen wir erst später dran.
Na gut, dann versuchen wir es doch mal im Laden. Ich glaube, jetzt sollte da einer sein, der uns mal anhört, der sich mal anhört, was denn, ja, was mit dem Allheilmitteltrank denn auf sich hat. So, beim Laden waren wir ja eben schon einmal. Und jetzt steht da vorne auch einer. Hallo. Hallöchen, willkommen in meinen Laden. Was darf denn heute sein? Gibt's hier einen Allheilmitteltrank? Leider wird alle ausverkauft. Aber wie ist das möglich? Aber wisst ihr, wenn ich die richtige Zutaten hätte, könnte ich das Allheilmittel mischen. Was benötigst du dazu? Na, drei Zutaten. Buntbeerklaue, Niafrucht und Luluria-Blütenblatt. Aber warum brauchst du so irgendeinen Allheilmitteltrank? Vor ein paar Tagen kam ein kleiner Junge hier rein und wollte genau das Gleiche. Wir wollen den Baumhorn von Hallor heilen. Ey, ich hab doch nie gehört, dass jemand Allheilmitteltrank für einen Baum verwendet hat. Hm, ja. Was ist denn diese Niafrucht, von der du geredet hast? Das ist diese bittere Frucht, die dir im Wald so gut geschmeckt hat. Und was ist ein Buntbär? Tut mir leid, dazu kann ich sagen. Monster sind nicht mein Spezialgebiet. Da müsste ich jemanden von den Jagdlingen fragen. Die sind berufsmäßige Monsterjäger. Deswegen war er also im Wald. Weißt du etwas über das Luluria Blütenblatt? Habt ihr den Baum in der Stadt bitte gesehen? Das Blütenblatt von diesem Baum. Ist es, ja. Normalerweise verwenden wir Zauberarzt, aber das gibt es hier nicht in der Gegend. Aber der Baum ist ganz verdorrt. Ich glaube, der Bürgermeister hat ein paar Luluria Blütenblätter. Versuch's mal bei ihm. Alles klar, wir kommen wieder, wenn wir alle Zutaten haben. Okay. Na, Carol, was sagst du so? Come on, Carol. We're going back to the Koi Woods. What do you mean? Remember? Prepare to die, Egg Bear. You mean you believe what I said about the panacea bottle? Are you lying? Well then, we'll have to go with what you've told us. Yuri, all right. I'll help you out just this once. I'm a very busy person, you know. It's settled, then. The three of us will restore the barrier together. You're coming too, Estelle? Well, of course I am. What about waiting for Flynn? Wasn't it you who said if you're going to heal something, it should be the tree? We'll just have to fix the tree before he gets back. Can't wait to see the look on his face. Hey, und Carol ist auch wieder dabei. Wir können doch ruhig ganz am Ende bleiben. Repeat ist cooler als Carol. Ah ja, hier ist er ja, schon der Bürgermeister. Herr Bürgermeister, wir bräuchten Luluria Blütenblätter. Haben Sie zu welche? Wo habt ihr das denn her? Ich meine, ich habe welche, aber... Ah, deswegen braucht ihr also ein Blütenblatt. Die Luluria ist eine von den drei... Die Luluria ist eine der drei Blüten, die auf dem Baum und verloren wachsen. Ja, das ist mein letztes, aber wenn ihr damit den Baum gesund machen könnt, gebe ich es euch gerne. Jo, thank you very much. Danke. Als nächstes auf der Liste steht die Nierfrucht und eine Buntbärenklaune, oder? Genau, auf in die Wälder von Koi. Auf geht's. Gut, anscheinend müssen wir doch nicht in das Haus des Bürgermeisters, aber wir gehen trotzdem nochmal schnell rein. Vielleicht können wir hier und da ein bisschen was klauen. Raid the place. So. Na, was haben wir denn? Hier nichts, hier nichts, hier nichts, hier nichts. Hier ist auch nichts. Hm, hier was? Nein, 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 nein. Schade, doch nichts. Und da hinten läuft die Frau vom Bürgermeister, glaube ich, rum. Aber nichts da, was wir klauen können. Schade. Aber ich kann noch mal gucken. Vielleicht haben wir hier neue Waffen. Wenn wir schon einen Shop hier haben. So, was darf es denn sein? Was haben wir denn? Apfel, Gifttrank. Och ja, nehmen wir mal ein paar. 10 davon und 10 Lähmungstränke. So, Handaxt. Oh, die wäre sogar stärker. Nehme ich. Das brauchen wir nicht. Und ein Holzschlägel wäre auch stärker. So, das... ist direkt für alle drei gut. Nehmen wir auch. Das ist für die beiden gut. Ein Kettenpanzer für sie. Eine Lederjacke für Repeat. Brot und Ei haben wir. Okay. So, dann... Moment, wie ordnet man die nochmal? So. Genau, nach physischem Angriff. Erhöht den Angriff ein bisschen. Da haben wir noch nichts zu. Dann das Ushanka. Hier nach Verteidigung. Die Brüne. So, du bekommst nichts, du bekommst auch nichts, aber du bekommst einen Kettenpanzer. Du hast dann auch keine neue Waffe, das Ushanka und die Lederjacke senkt zwar ein bisschen die Bewegung, aber dafür erhöht es die Verteidigung und die Magieverteidigung ganz gut. So, du bekommst den Holzschlägel, ja, Ushanka und Brüne. So, wir sind jetzt gut ausgerüstet und machen uns auf die Suche nach einer Buntbärenklaue und der Nierfrucht. So, in die Richtung. Nee, das
So mache ich die Karte Richtung Norden, aber da müssen wir hin. Richtung Westen. Ich glaube, die Monster können wir gerade ein bisschen ignorieren. Ich glaube, unterlevelt dürfte ich noch nicht so wirklich sein. Vor allem ist Carol als neuer Charakter, glaube ich, schwächer als wir. Hey, I've been wondering. How come you guys, and repeat too, I guess, all have Blastia? Aren't Bodhi Blastia pretty rare? I didn't think many people had them. You have one too, though. I belong to a guild. Sometimes we get a chance to get one. And Ruinsgate keeps finding more. That's a guild that excavates Blastia. There are even guilds that dig up Blastia from ruins? If there weren't, then the Empire would control all the Blastia. Normal folks wouldn't get any. The Empire regulates the ancient Blastia artifacts due to their potential danger. I think that makes sense. If Blastia weren't regulated, anyone could use dangerous magic. They've gone way overboard. They have a monopoly. I don't know about... So anyway, what's your story? How'd you get yours? I used to be in the Imperial Knights. This was a going-away present. Rapide got his as a keepsake of his old owner. A going-away present? Sounds more like you stole it to me. So what about you, Estelle? Guck auch Estelle an, wenn du sie das fragst. I got mine from... Look at her, she's a noble. They all have these. I knew you were a noble. Well, at least one of you has some class. Yeah, yeah. Let's go get that Nia fruit. Ja. Er ist auf demselben Level wie wir, sprich, ich dürfte noch nicht unterlevelt sein, aber wir können den einen oder anderen Gegner mitnehmen. Und in einem Kommentar wurde mir auch gesagt, ich soll die Kämpfe... Ich hätte mich mal heilen können, sehe ich gerade. Ich soll die Kämpfe auch nicht rausschneiden, weil die gehören zum Spiel dazu. Das heißt, die schneide ich auch nicht raus. Ja, da wollte sie mich gerade heilen, aber... Mal wieder mal unnötig. Ja, nicht unnötig, aber ungemein viele Items bekommen. Finde ich gut. Können wir alle gut gebrauchen noch fürs Synthetisieren. Ah, und da kam doch die Heilung. So, komm her. Dummer Wolf. Resound, oh cry of victory! Alright. Das war der Schrei des Sieges. Gut, gehen wir weiter. Moment, habe ich da noch? Jetzt muss ich kurz nochmal jede Mal schauen. Ob ich da noch was vergessen habe. Ja, und die Gegner machen hier kaum Schaden, muss ich sagen. Finde ich schön. Aber ich merke schon, mit der Axt greife ich auch sehr viel langsamer an als mit dem Schwert. We make such a great pair, Carol. Let's keep it up. Yeah, don't mind me. Yay, Estelle hatte Erfolg beim Kochen. So, war hier noch irgendwas? Nein, nur die Blumen. Es könnten Löwenzähne sein, so wie die aussehen. Na gut. Machen wir mal jetzt den Monster ein bisschen aus. Wir wollen ja auch jetzt auch langsam mal hier ein bisschen weiterkommen. Und da sind wir schon wieder hier. Man sieht schon, hier Barriere ist kaputt. Eine kleine Cutscene wird dadurch. Ah ne, deswegen wegen der Nierfrucht. Nierfrucht erhalten. Jetzt die Buntbärenklaue. Gehen wir in den Wald spazieren und warten, bis unser Buntbär über den Weg läuft? Nein, auf diese Weise werden wir nie einen finden. Oh ja, was soll man dann tun? Gib mir mal eine Nierfrucht, damit werde ich den Buntbären ködern. Der Buntbär hat einen sehr eigenwilligen Geschmack, wisst ihr? Hier, fang. Mann, du stinkst vielleicht. Ich? Der Gestank kommt nicht von mir. Bitte warn uns das nächste Mal rechtzeitig, okay? Repeat hat's erwischt. Oh nein, Repeat! Haltet die Augen offen, es kann jederzeit ein Buntbär auftauchen. Die sind schrecklich bissig. Nun denn, Captain Carol, ich nehme an, Sie werden den Angriff gegen dieses schrecklich bissige Monster anführen. Natürlich, aber ich könnte etwas Hilfe von dir gebrauchen, Yuri. Ich werde auch helfen. Oh, und Repeat auch. Oh, dem geht's wieder gut. Also gut, wie wär's dann mit einem kleinen Spaziergang durch den Wald? Und, Repeat ist immer noch ganz schwummrig.
So, jetzt müssen wir, glaube ich, einfach nur... gehen wir aus dem Weg. So. Ich glaube, hier unten kam der. Be on your guard, everyone. It's really ferocious. Hey, fearless leader. You're not supposed to hide right after saying things like that. The star always performs the finishing blow. Everybody knows that. No, I don't think so. That's an egg bear? Well, I have to hand it to you, Captain Carol. Operation Stink Bomb was a smashing success. Hey, don't go giving my plan weird names. Stand up straight when you say stuff like that. Na dann, los geht's. Bosskampf. Gegen den Eggbert, zu dem wir nicht sehen können, wie viel der gerade hat, aber das machen wir mal fix so. So, wie viel hat er denn so? 12.000. Och, das geht ja. Machen wir erstmal die kleinen Viecher kaputt. Ja, der Powerhammer hat's im Down. So, der Vogel hier noch. Und jetzt geht's an den Buntbären. Das war eine gute Kombo und das tat weh. So, hier, komm, geh weg. Ja, gute Kombo. Repeat. Jetzt blockt er auch. Jetzt hat er Angst. Auch jetzt hat er Angst. Hör auf, hier so blöd zu blocken. Ja, ich glaube, der hat... Au. Der hat keine Chance. Au. Ja, wenn wir alle drei so draufhauen. Ja, was kann man dazu sagen? Wir hauen den gerade kaputt. Das ist so wie Mobbing an der Schule. Drei gegen einen und der eine hat keine Chance. Und da sehen wir schon, die Buntbärenklaue haben wir dadurch bekommen. Und ein Level-Up. Carol, come get the claw. I don't know what I'm doing here. What? Anybody can do that. It just comes right off. Here, let me help too. Estelle, why don't you guard the perimeter? Right. You sure it's totally dead, right? Well, Captain, if I didn't know you were just goofing around, I'd swear you were really scared. pretty good, huh? Hugh hat echt seinen Spaß mit Carol. Und Ben Klaue halten. Alright, let's head back. Wollte er wahrscheinlich sagen und ich hab's wieder mal unterbrochen. So, von hier aus können wir erstmal in den Gegner reinlaufen, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich drum rumlaufen. So, Azurage. Ich mag die Attacke. Ich kann eigentlich mal irgendwas nachschauen, ob es eventuell was Bestimmtes geht. I finish them off. Ha? Huh? So, und zwar bei den Fertigkeiten. Ja, Erholung brauche ich gerade nicht, eigentlich. Was habe ich denn ausgerüstet? Stärke kann ich mal raustun. Ich tue mal Erholung auch raus und möchte dafür was anderes reintun. Und zwar... War das Schmelztiegel oder Ethanor? Oder eins von den anderen sogar. Ich nehme mal Kette. Ich glaube, das könnte es eventuell gewesen sein. Denn das sind solche Fähigkeiten, mit denen kann man einige Arts verändern. Ich nehme einfach mal zwei rein. Dann tue ich auch nochmal Rückschritt raus. Und ich glaube, Schmelztiegel könnte es auch gewesen sein. So, dann speichern wir mal kurz da drauf. Nein. So, dann möchte ich mal ausprobieren, denn wir können... Ich kann eine meiner Attacken denn dadurch verändern. Yep, da ist es doch. Jedes Mal, wenn ich Azurge einsetze, kommt da stattdessen Azure Storm aus. Und wenn man die Attacke 100 Mal einsetzt...
dann behält man die Attacke auch, ja, dann behält man die auch dauerhaft danach. So, hier kann man jetzt, nein. Bei den Fähigkeiten kann ich jetzt nachschauen. Man sieht jetzt dabei, also Schneide, ganz unten rechts, 1 von 2. Wenn ich jetzt Start drücke, kommt das hier. Und dann sehen wir jetzt Azursturm mit Kette. Verwandelt sich. Also ursprünglich braucht Azurschneide 5, Azursturm braucht 7. Und ich habe es 4-mal bisher eingesetzt. So, das heißt, ich kann... Wobei, was ist eigentlich meine, noch meine anderen Attacken? Zerberus. Ich weiß nicht, ob die sich auch verändern können gerade. Das werde ich auf jeden Fall mal nachschauen, eben für die nächste Folge. Aber jetzt kann ich Schmelztiegel erstmal rausnehmen. Gut ausweichen. Nee, Erholung. Ich muss kurz mal schauen. Rückschritt, genau. Rückschritt und Erholung möchte ich wieder drin haben. Ja, auch wenn es in der, durch die Waffe schon drin ist, tue ich es trotzdem nochmal rein, weil die Waffe ändere ich auch irgendwann. Aber ich möchte auch die Fähigkeit so schon drin haben. So, ich kann mal kurz schauen. Er hat einen Punkt zur Verfügung. Alle haben einen Punkt. Gut. Nein, Moment, das waren alles seine. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, und ich will natürlich Azurstorm lernen. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, dass alle ihre veränderten Arts lernen. Das Gute ist, ich kann es mal zeigen. Jetzt gerade anscheinend. Ja gut, ich zeige es im nächsten Kampf. Denn die veränderten Arts sind ähnlich wie Arcan Arts, also die stärkeren Arts. Wodurch man die miteinander mit den normalen Basis-Arts kombinieren kann. So, jetzt wollte ich eigentlich gucken. Der hat 10, also der... Ah, sie hat 3 übrig. Das ist auch gut. 2, 9, 9. Ja gut, die Folge geht eh nicht mehr lange. Ich werde dann für die nächste Folge kurz mal nachschauen, ob irgendjemand noch welche hat, die man verändern kann. So, ich kann es jetzt mal kurz zeigen. Ach, jetzt habe ich da richtig auch die Attacke drauf. So. Moment. Ach nee, hier kann ich noch nicht... Ich kann sie noch nicht kombinieren, da mir dafür eine Fähigkeit fehlt. Es gibt da die verschiedenen Kombo-Fähigkeiten, die kann ich gleich auch nochmal kurz zeigen. So, hier komm. Azurstorm! So, immer fix nochmal zeigen. Das sind. Ja, ja, komm, so. Genau, die Ketten hier, Superketten. Zum Beispiel. Wollen wir das da? Hier. Ermöglicht das Verknüpfen von veränderten Arts und Basis-Arts. Oder mit veränderten und Arcan-Arts oder Arcan und Basis oder Basis und verändert. Das sind halt diese verschiedenen Ketten, die man halt machen kann durch die Fähigkeiten. Ansonsten kann man eigentlich nur normal Basis, also Basis mit Arcan. Und ich glaube, mehr auch nicht verbinden. Yuri Lowell, ich weiß, dass du hier im Wald steckst. Sei ein braver Junge und stell dich. Das glaube ich einfach nicht. LeBlanc hat mich bis außerhalb der Barriere verfolgt. Hä? Was? Wer hat dich verfolgt? Ja, nur ein paar Typen von der kaiserlichen Rittern. Ja genau, die Ritter verfolgen einen ihrer früheren Kollegen. Was? Echt? Also komm jetzt raus, sofort. Zeig dich, sonst und wir sparen dir den Prügel. Weiche Knie, wege in einer paar Gerüchten. Und ihr wollt Ritter der Schwannbrigade sein. Na, warum sind sie denn hinterher? Vandalismus? Betrug? Schmugglerei? Raub? Mord? Brandstiftung? Eigentlich nur wegen eines Gefängnisausbruchs. Aber egal, hauen wir ab. So. Das können wir nicht machen, wir versperren anderen Leuten den Weg. Na, wer soll denn hier schon vorbeikommen? Diese Wälder sind verflucht, hast du das vergessen? Wartet! Okay, dann verlassen wir wieder mal den Wald. Machen uns wieder auf nach Haluba. Wo ist denn die Stadt? Da. Und es wird Nacht. Ja, ab und zu ändern sich hier auch die Tageszeiten. An einigen Stellen ist es wirklich fest, was für Tageszeiten da herrschen. An anderen ist es wirklich relativ random, wenn man das aus dem Gebiet mal ein bisschen weiter rausgeht und wieder reinkommt, ändert sich auch die Tageszeit. Es gibt zum Beispiel auch einige Gegner, die nur zu bestimmten Tageszeiten kommen. Und einige Events, die man halt auch nur zu bestimmten Tageszeiten auslösen kann. So, ich bleib mal gerne über Nacht. Kosten 150. Ich hab ja was Geld, ne? So, dann speichern wir nochmal. Jo. Dann stellen wir uns schon mal von den Laden und beim nächsten Mal stellen wir doch mal diesen Allheilmitteltrank her. Denn wir haben jetzt alle Zutaten dafür. So.
Mal sehen. Wir stellen... Oh, cool. Hier kann man hoch. Das habe ich noch nie gemacht. Genau. Wir bleiben hier oben stehen, schauen uns die Nacht an und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge von Tales of Vesperia. Ciao.